hier für netbooknews.de am Intel Stand auf der Computex 2010 mit dem LG X200 in einer farbenfrohen Version, also hier in Silber mit Orange. Sehr schön. Was auch direkt auffällt, gut ein 10 Zoll Glossy Display, aber mit einer schönen Auflösung, die wahrscheinlich 1366 mal 768 ist. Ja, das stimmt. Wir können das nochmal nachsehen. Und wenn wir uns die technischen Daten dazu anschauen, dann haben wir hier einen Intel Atom N450 mit 1,66 GHz, 1 GB RAM und eine 250 GB Festplatte. Wir haben hier unten eine schöne Chiclet-Style-Tastatur mit angenehm großen Schriftzeichen drauf. Hier unten ein ganz normales Standard-Touchpad. Viele Sticker, wie ihr sehen könnt. Wenn wir das Gerät mal zumachen und uns auf der linken Seite die Anschlüsse anschauen, haben wir hier VGA, USB, Kopfhörer und Mikrofon. Vorne gar keine Anschlüsse. Aber auf der rechten Seite ein Kartenleser, zweimal USB, LAN-Port, dann den Anschluss für euer Netzteil und ein Kensington-Lock.